Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir sind heute früh nach Osnabrück gefahren und sind jetzt auch dort. Und Karl ist bei Philipp und wir, also die verbringen halt einfach Zeit. Und wir gönnen uns einen Kurzurlaub sozusagen, eine Nacht in einem hoffentlich sehr schönen Hotel. Und bevor wir ins Hotel dürfen, müssen wir einen Corona-Test machen und deswegen sind wir jetzt in einem offiziellen Testzentrum. Wir sind noch zu früh, wir haben noch, keine Ahnung, noch ein paar Minuten, bis wir dran sind. Und ich habe ein bisschen Angst, aber ich denke mir so, danach Hotel und nichts mehr machen, einfach nur noch chillen. Wir haben wirklich, also wir gehen einfach hin und dann haben wir halt frei, also nichts zu tun, nichts vor, keine Ahnung, nichts geplant, also auf jeden Fall gucken wir mal. Ich bin jedenfalls sehr gespannt aufs Zimmer, ich zeige euch das dann natürlich auch. Wir haben es geschafft, jetzt darf ich auch Tim zeigen, der war vorher ein bisschen farblos. Wir hatten beide ziemlich Respekt davor, einfach weil wir es nicht im Rachen haben wollten und nicht uns übergeben wollten, aber es war in der Nase und es war, also man hat nichts gemerkt, so fast. Überhaupt nicht. Ich hatte Todesangst und es war echt, also es war wirklich gut. Es war besser, wie wenn ich einen Selbsttest bei mir mache. Beim Selbsttest, den ich bei mir mache, merke ich mehr. Ja, weil du es ja auch versuchst, bis Ende reinzustecken. Wir können das also empfehlen. Wir waren am Testzentrum am Zoo in Osnabrück. So, wir sind im Hotel. Wir konnten ein bisschen eher einchecken. Wir sind hier aus dem Fahrstuhl rausgegangen und gucken dann so, ja, welche Nummer haben wir? Und wenn man aus dem Fahrstuhl rausgeht, ist da unser Zimmer. So, ich gebe dir mal die Schlüsselkarte und ich drehe mal die Kamera und dann gucken wir. Einfach zu doof dazu. Oha. Ich weiß nicht, ob ich das essen gucke nochmal. Ich weiß es auch gerade nicht, ehrlich gesagt. Okay, wir gucken uns jetzt hier mal alles an. Also wir haben ein Badezimmer mit einer Dusche, wo man beim Duschen rausgucken kann. Hast du gerade die Schlüsselkarte reingesteckt? Ja, die hat kurz gebraucht. Voll schön. So, ach, hier ist das Klo. Hinter der Tür ist das Klo. Und das Klo. Hat das Klo keine Tür? Doch. Hä, Moment. Ist die Badtür gleichzeitig die Klotür? Jo. Und über dem Klo ist ein Spiegel. Auch gut. Hey, hier ist auch ein Spiegel. Also, du kannst dich nur auf Klo wissen. Ach, du meine Güte. Richtung der Rehoma. Okay. Wir haben ein Sofa oder sowas in der Art. Gehen wir gleich mal raus. Wie macht man das auf? Achso. Hey, war das schon offen oder was? Oha, das Zimmer ist voll schön. So. Und dann. Ah, hier kommen wir, guck mal, hier kann man zum Duschen reinkommen. Alter, wir haben ein riesen Eckbalkon mit zwei Sitzgelegenheiten. Sehen wir das Auto? Ich will das Handy nicht verlieren. Wir haben da hinten geparkt. Das sieht man nicht. Alter, ist das cool. Ich freue mich so. Der Ausblick ist auch voll schön. So, jetzt kommt das Bett. Warte mal, ich gehe jetzt erstmal Schuhe ausziehen. Ja. Bevor du dich aufs Bett schmeißt. Oh ja. Die Einrichtung ist so schön. Das ist alles so. Ich finde das auch interessant eingerichtet. Ups. Ja, weil wir das Eckzimmer haben. Ist das Bett weich? Das ist weich. Ach nö. Das ist nicht gut. Aber egal. Beim Fernseher. Damit habe ich irgendwie nicht gerechnet. Also, ich finde es total schön. Das schützt es aber den Balkon, glaube ich. Ja, so. Oh. Nimm mal deine Hand da weg. Also das Bett ist schon weich, aber in Ordnung. Also es gibt schlimmere. Zum Beispiel mein altes bei meinen Eltern. Ich sehe eine Kaffeemaschine. Ja, habe ich auch gesehen. Was gibt's denn da noch ja, so? Achso, das ist mal ja. Ein Schubkasten. Und was da unten? Achso, die Minibar vermutlich. Ja, genau, mal sehen, wenn wir uns wiedersehen, ob wir irgendwas noch machen. Warte. Was hast du gemacht? Hast du das Licht ausgemacht? Hinter dich. Jetzt dunkel. Guck mal hinter dich. Ach, hinter das Bett? Ja. Cool. Das sieht man in dem Video auch. Ich weiß.
Voll schön. Ich glaube, das ist voll gemütlich. Und hier kann man bestimmt auch richtig schön verdunkeln. Also, ich bitte drum. Naja, die Gardine sieht aus wie so eine richtige Verdunklungsgardine. Falls wir heute noch irgendwas machen, nehme ich die Kamera mit. Ansonsten halt nicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass unser Spiegel ein Fernseher ist. Kann man hier auch wirklich Fernsehen gucken? Ich probiere es gerade aus, so bin ich ein bisschen doof dazu. Ecke ist unser Zimmer. Wir gehen jetzt Essen holen. Also wir haben uns bei Domino's was vorbestellt, also zum Abholen, weil, naja, also wir wollten noch mal spazieren gehen. Ne, keine Ahnung. Und gehen noch mal an einem Supermarkt vorbei und erkunden ein bisschen die Gegend, würde ein Tourist jetzt sagen. Wie bitte? Wir erkunden noch ein bisschen die Gegend, würde ein Tourist jetzt sagen. Nee, mal gucken. Ich glaube, wir haben ein bisschen zu viel Essen bestellt. Gut. Aber wir haben ja einen Kühlschrank. Ja, der riesengroß ist. Ja, mal gucken. Und ich glaube, es wird heute noch ein bisschen ungemütlich vom Wetter her. Ich weiß nicht, ob wir dann abends noch auf dem Balkon sitzen können, großartig. Aber wir haben... Das ist drüber immerhin, aber es darf nicht zu windig sein. Sonst regnet es so rein, aber ich habe mir auch so gedacht, vielleicht können wir auch einfach im Bett essen und Fernsehen gucken und so. Ich will Fernsehen. Der Fernseher wird immer pro YouTube und so Gedöns haben. Ich gucke keinen Fernsehen. Ich will Fernsehen gucken. Ja, bist du blöde. Was willst du da gucken? Irgendwelchen Mist. Ja, mein Arm wird langsam schwer. Ist mir egal. Ich will jetzt erstmal essen. Hier sehen Sie einen Essenstransport. Obwohl du Angst hast. Pizza, die nicht sichtbar ins Hotel geschmuggelt wird. Wir wissen nicht, wie gern die das sehen und die nicht auslaufen soll. Deswegen handhaben wir das jetzt so. Du, es war deine Idee. Du musst dazu stehen. Ja, aber meine Idee war als erstes, den Rucksack einfach ganz normal aufzusetzen. Ich habe nicht Angst um die Soße. Ich schon, ist nämlich mein Rucksack. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich stehe gerade nicht in der Sonne, weil es mich blenden würde, aber wir haben jetzt hier, okay, ich stelle mich doch in die Sonne, es ist so schön, wir haben jetzt hier auch schon Sonne auf unserem Balkon und, okay, nee, dann kann ich nicht ordentlich gucken. Wir haben eine sehr ruhige Nacht verbracht, das Zimmer war wirklich echt schön, man konnte super verdunkeln und so, also wir konnten echt gut schlafen und, ja, haben schon gefrühstückt und mal gleich auschecken, so noch ein bisschen hier am Packen. Und ich freue mich so, das ist hier immer, es ist so schön hier, diese Bepflanzung auf dieser Brüstung oder was das ist. Und das, hier diese Sitzecke und so, ich finde das so toll. Ja, wir haben hier ein bisschen Chaos angerichtet. Wo gehst du hin? Da. Ich hab dich nur im Spiegel gesehen. Wusste nicht, wo du gleich hinkommst. Da. Wo du gleich hinkommst. Genau, wir müssen noch ein bisschen Ordnung schaffen. Und dann sehen wir unseren Kali wieder. Endlich. Ich habe ihn so vermisst. So, wir sind auf der Rückfahrt und der Kali ist wieder da. Endlich. Ein Glück. Und hat einen richtig coolen Ventilator. Den hat er bei Philipp gefunden und durfte den mitnehmen. Ich dachte mir so, den können wir mal in mein Auto legen. Ich habe ja keine Klimaanlage. Eine Säge. Ach so, eine Säge. Okay, Karl hat eine Säge gefunden. Genau. Es war ein sehr schönes Wochenende. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr zu dem Hotelzimmer sagt. Ich finde es so schön. Ich fand es so schön. Ich habe mich so gefreut darüber. Und es war wirklich mal so eine richtige kleine Auszeit. Und wir haben jetzt so gesagt, wir machen daraus eine Tradition. Einmal im Jahr machen wir inmitten einer sehr stressigen Zeit, was wir aktuell haben, durch den Umzug und alles so, einfach mal ein Wochenende ohne Karl, nur für uns in einer deutschen Großstadt, in einem Hotel, also nehmen wir uns ein krasses Zimmer und machen dann einfach zwei Tage, also eine Nacht, zwei Tage, einfach nichts. Also so richtig
auf Zwang halt, während viel los ist, dann einfach chillen, sag ich mal. Genau, das haben wir uns so überlegt. Ja, wie gesagt, an der Stelle möchte ich das Video gerne beenden. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und dann würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal.